Denen, die aus Liebe gesündigt, vergibt man leichter. Wo aber das Geld sie zur Ware macht, ist die menschliche Gesellschaft unerbittlich. Manchmal erzähle ich Freundinnen, welche schrecklichen Dinge ich mal wieder in den Foren gelesen habe. Neulich fragte mich eine: Mensch Manu, warum folterst du dich eigentlich selbst? Eine Frage, die ich mir selbst natürlich auch regelmäßig stelle, wenn ich zum Beispiel mal wieder unter Schlafproblemen oder Stimmungsschwankungen wie Traurigkeit und Wut leide. Es ist nun aber mal so, dass man nicht mehr die Augen einfach wieder verschließen kann, wenn sie einem einmal geöffnet wurden. Manchmal wünschte ich mir wirklich, ich könnte wieder wie früher unbeschwert und blind durch meine Stadt laufen und müsste mir nicht ständig bewusst werden, dass die sexuelle Ausbeutung von meist migrantischen Frauen einfach fast niemanden interessiert. Es geht um Wegwerfmädchen, ohne Lobby. Durch Lektüre in sogenannten Freierforen wusste ich das leider besser, als ich es manchmal wissen wollte. Ich möchte euch mitnehmen auf einen damals für mich typischen Weg durch Wiesbaden. In der Faulbrunnenstraße befindet sich auch heute noch der Standort des HM Massagecenter. Im Internet wurde geworben mit Entspannung, Stressbewältigung, Energieschöpfen, Immunsystem stärken, Lebensjahre verlängern. Ein Freier beschrieb sein Menü hier in einem Forum so: Hatte mal wieder Lust auf Chinesisch. Die letzten 8 Mal kostet es 45 Euro. Diese Dame kam mir gleich mal mit 50 Euro. Es geht mir nicht um die 5 Euro. Aber bei dieser Person merkte ich die Geldgier aus den Augen leuchten. Ich sagte noch, sie soll langsamer machen. Aber nach kurzer Zeit spritzte ich ab. Das war das erste Mal in diesem Laden, dass es zu so einer Abzocke kam. Emily vor 2 Wochen war eine klare 1+. Diese Figur eine klare 6-. 50 Euro für schlechtes Wichsen, das geht gar nicht. Das gab es bei Ihnen, glaube ich, auch noch nicht? Internetforen, sogenannte Freierforen? Internet gab es nicht. Ne? Das lief alles über das Wochenblättchen und sogar im Wiesbadener Kurier und sowas. Aber nur über Zeitung gab es. Und es gibt jetzt so Internetforen, die öffentlich zugänglich sind, auch für Minderjährige. Also muss man einfach nur suchen, dann findet man die. Und da wird sich dann über jede einzelne Frau ausgetauscht. Ich habe dann 2016 mal ein Jahr lang alle Internetanzeigen ausgewertet. Und habe dann also nur die Internet, also im Prinzip nur die Terminwohnungen, die Laufhäuser, habe nicht Escort, Prostitution dabei gehabt, nicht das Pornokino, vielleicht kennen Sie das auch noch in der Bärenstraße, das Kino 5, ja. Nicht die Straßenprostitution, nicht die private Prostitution, wo über Mund-zu-Mund-Propaganda etc. geworben wurde, und bin dann auf diese Zahlen gekommen. Was ähnlich gewichtet war, war schon, dass die Wohnungsprostitution der absolute Schwerpunkt war. Mhm. Da gab es auch, habe ich alles vorgefunden, von Elendsprostitution bis Edelprostitution. Es gab auch Sadomaso, also von oben bis unten. Mhm. Auch in der Wohnungsprostitution hat sich das quasi das Gesamtbild abgezeichnet. Ja. Rund um die kleine Schwalbacher Straße befand sich früher das Wiesbadener Rotlichtviertel. Der Profi-Catcher Mustafa Schikane war hier Zuhälter im Crazy Sexy. Im Sommer 1981 erschoss ihn ein Rivale mit dem Spitznamen Zigeunerklaus mit 4 Kopfschüssen in der Sauna des Etablissements, angeblich aus Notwehr. Klaus G. wurde 2013 zum Schöffen beim Wiesbadener Amtsgericht ernannt. Er war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor Wirtschafter in einem Wiesbadener Bordell. Der Amtsrichter Wolf, Vorsitzender des Schöffen-Wahlausschusses, sagte seinerzeit: Millionen Männer besuchen regelmäßig ein Freudenhaus. Warum soll denn ein Bordellchef nicht Schöffe werden? Aber heute ist ja immer noch zum Beispiel in Deutschland sehr stark verbreitet, übrigens nicht wie in Schweden ist es anders, aber in Deutschland zum Beispiel gibt es immer noch diesen Glauben, wenn Männer nicht Prostitution zur Verfügung gestellt bekommen, dann vergewaltigen sie, diese alte Ventilsitte, ne? Also ja. Es braucht quasi ein, also das muss raus, ansonsten... Ja. Also Männer sind nicht in der, also die Aussage ist ja im Prinzip, Männer sind nicht in der Lage, ihren Verstand zu benutzen, sondern sind triebgesteuerte Wesen. Ja, genau. Noch 1987, lese ich jetzt mal ab, wird dem Freier vom Verwaltungsgericht in Minden beim Prostitutionsakt, ich zitiere,
eine gewisse Natürlichkeit zugesprochen. Ne? Während die Prostituierte, die verstößt gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denken. So eine Doppelmoral. Ja, ja, die Doppelmoral, die durchgängig, denke ich mal, bis heute wirklich also mit großer Intensität zum Gewinn von einigen betrieben wird und zum Verlust von anderen. Wir befinden uns übrigens immer noch im Sperrgebiet, in dem Prostitution schon seit 1979 eigentlich gar nicht erlaubt ist. Das City Massagestudio scheint heute verwaist. Beworben wurden an dieser Adresse auf der Homepage 16 Frauen. In einem Inserat hieß es, es sind immer 7 bis 8 Damen anwesend. Im gleichen Haus befand sich ein weiteres Wohnungsbordell mit dem Namen Lilien Girls. Ein Freier berichtete: Sie war bemüht süß. Sie wollte mich diesmal nicht küssen. Sie war auch nicht glatt rasiert und wurde nicht so nass. Ich durfte sie nicht fingern. Sie verstand heute nicht so viel wie beim letzten Mal. Und sie wirkte ideen- und initiativlos, so dass ich sie dann einfach die ganze Zeit zu allem dirigiert habe. Ich habe sie also benutzt und sie hat folglich oft den Kopf weggedreht. Am Ende habe ich es mir mit einer Titte im Mund selber gemacht. Amelie Bölte, die Gefallene. Das Gewissen ist dem Menschen anerzogen, liebes Kind. Es bildet sich nach den herrschenden Begriffen. Unter Männern aber herrscht der Wahn, eine Frau unglücklich zu machen, sei kein Verbrechen. Ja, Amelie Bölte war eine Schriftstellerin und sie war auch eine Frauenrechtlerin. Ihr Thema war aber immer: Es ist wichtig, dass Frauen die Möglichkeit bekommen, für ihren Lebensunterhalt einen Beruf zu haben, einen Beruf erlernen zu können. Und damit war sie in ihrer Zeit, wie einige der Frauen, die sich dafür eingesetzt haben, letztendlich eine Revolutionärin. Wie sehr Amelie Bölte in der deutschen Frauenbewegung auch verankert war, zeigt sich auch an ihrer Teilnahme am Verbandstag der Frauenbildungs- und Erwerbsvereine hier in Wiesbaden im Jahr 1878. Sie hat nicht nur teilgenommen, sondern auch einen sehr engagierten Artikel im Wiesbadener Tagblatt veröffentlicht. Und wenn wir uns die Geschichte angucken, dann ist dieser Verbandstag von 1878 der erste einer ganz langen Reihe von großen Verbandstagen, Generalversammlungen der deutschen Frauenbewegung auch in Wiesbaden, häufig im Kurhaus, aber auch in den angrenzenden Hotels. 1882 veröffentlicht sie einen Roman, Die Gefallene. Sie beschreibt da die Geschichte einer jungen Frau, die unverschuldet in den Bereich der Prostitution hineingerät. Und für Amelie Bölte ist das der Zusammenhang auch nochmal aufzuzeigen, die Doppelmoral in der Gesellschaft, die Doppelmoral von Männern. Und das ist sozusagen ihr Vermächtnis, ihr Beitrag, die Antiprostitutionsbewegung zu unterstützen. Das Crazy Sexy ist ein klassisches sogenanntes Laufhaus. Dieses gibt es seit 1968. Die Kette betreibt Häuser unter anderem in Wiesbaden, Frankfurt und Krefeld. Da ich das Crazy Sexy aber schon lange kenne, wäre ich wahrscheinlich auch wieder gegangen. Die dunkelhäutigen Mäuse haben oder hatten ihre eigene Etage. Nicht alle sind solche optischen Volltreffer und einige Damen scheinen auch auf den Zimmern zu kochen. Kurz, das Ambiente ist zum Davonlaufen. Auf dem immerhin sichtgeschützten Parkplatz steht teilweise ein Volk herum, dass du Angst hast, hier ohne osteuropäische Sprachkenntnisse nicht mehr herauszukommen, und diese seltsamen Plastikstreifentüten erinnern eher an Schlachthöfe. Gleich um die Ecke befindet sich auf der rechten Seite ein weiteres Laufhaus mit angeschlossener Table Dance Bar. Das war einmal die Rote Meile. Heute nennt es sich Crazy Chicken Farm. Hier befand sich früher einmal Westdeutschlands berühmtester Landstraßenstrich. Heute ist dieser verwaist. Etwas weiter in der Straße gab es eine in der Szene sehr bekannte AO-Adresse. AO bedeutet alles ohne Kondom. Also ich persönlich finde ihre Werbung eine Frechheit. Hier sind alle Register gezogen worden, die Photoshop hergibt. Wenn man bedenkt, dass die Frau sicherlich knappe 60 ist, dann kann man sagen, dass sie agil ist. Die Performance ist sehr grenzwertig.
Das mechanische Gestöhnen nervt und hört nicht mal dann auf, wenn man ihr den Schwanz in die Pornofresse rammt. Bei meinen Recherchen war ich schnell auf das sogenannte Foxhaus gestoßen und insbesondere die Beiträge der Freierforen zu dieser Adresse hatten mich aufgeschreckt. Mittlerweile verkommt das Foxhaus immer mehr. Da sieht so mancher Flur im Bahnhofsviertel besser aus. Die anwesenden Mädels wechseln rasend schnell. Man fragt sich wohl, warum. Fazit: Der Service ist dort unterirdisch. Die Mädels werden mittlerweile zwischen den drei Locations des Zuhälters hin und her verschoben. Mit gelegentlichen Namenswechseln und neuen Bildern soll uns vorgegaukelt werden. Es kommen ständig neue Mädels. Ist aber ein Abzockstamm von ca. 20 Nutten, die nur noch schlechten Service in einer Scheiß-Location bringen. Nachdem ich das mehrfach in städtischen Gremien thematisiert hatte, wurde diese Adresse wegen Anzeichen auf Zwangsprostitution geschlossen. Der Wermutstropfen folgte jedoch zugleich. Die gleichen Frauen wurden lediglich an andere Adressen in Wiesbaden, Ginsheim-Gustavsburg und auch ein paar Straßen weiter in Kastell verschoben. Hier das erste Mal ein kleines und auch ein wenig zufriedenes Lächeln auf meinem Gesicht. Ohne den Protest der Frauenorganisation in der Linken und vor allem eine Initiative der Anwohnerinnen im Jahr 2014 stünden hier heute ein exklusiver Gentleman's Club und gegenüber ein weiteres Großbordell. Im Frauenausschuss hatte damals die frauenpolitische Sprecherin einer Koalitionsfraktion gesagt, jede Stadt benötige eine bestimmte Menge an Sex. Als wäre Prostitution Sex und als hätten wir nicht wahrlich schon genug davon. Also ich habe angefangen, als ich Stadtverordnete war, 2013, das Thema immer wieder auf die Agenda des Frauenausschusses zu setzen, Stadtverordnetenversammlung. Interessant, wenn man in der Opposition ist, wo einem nie jemand zuhört, gerade wenn man auch als Frau spricht, dann sind ja alle am Quatschen. Zu dem Thema Totenstille, man hätte eine Stecknadel fallen hören können, alle haben gelauscht. Ich habe teilweise aus den Freierforen zitiert, also was wie Männer darüber sprechen, um diese Realität auch zu zeigen. Da sind dann Stadtverordnete getürmt quasi im Ausschuss. Ja, kann man sich aushalten. Eine CDU-Abgeordnete, Frau Schoon, das haben Sie sich doch alles ausgedacht und ist ab nach Hause. Und trotzdem habe ich gemerkt, fraktionsübergreifend hat das was gemacht. Also ich habe festgestellt, dass am Ende ich eigentlich alle Fraktionen von konservativ bis links auf meiner Seite hatte. Dass da was passieren muss, dass keiner mehr Prostitution als Beruf wie jeden anderen gesehen hat, sondern wir müssen was tun. Und als dann das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten ist, kam halt dann diese Welle mit, wir schulen jetzt die Verwaltung, also alle, die damit zu tun haben, die Ordnungsbehörde, das Gesundheitsamt, was ja jetzt auch wieder diese Pflichtberatungen macht, keine Untersuchungen, genau, aber die müssen ja jetzt Pflichtberatungen machen. Also das ist auch mein Eindruck, wenn man das auf die Tagesordnung setzt, immer wieder thematisiert, man erreicht die Leute, sie brauchen viel Aufklärung, sie brauchen viel Erschrecken Fakten. Auch erstmal. Ja, es ist ein unangenehmes Thema, aber ich habe auch viel, gerade von Männern, interessanterweise auch männlichen Stadtverordneten, sehr viel Resonanz bekommen, die auch das Thema jahrelang jetzt schon vorantreiben. Ja. Und da hat sich wirklich was Gutes draus entwickelt von, naja, das ist ja alles nicht so schlimm und die Frauen sind ja gut drauf beim Anschaffen. Gab es einen Artikel in der Frankfurter Rundschau, locker drauf beim Anschaffen. Frauen, die nachweislich in der Zwangsprostitution waren. Klar, die haben das drauf, anzulächeln und zu sagen, alles ist super. Und bis hin zu, ja, wir müssen hier restriktiv vorgehen. Wir gucken, dass so möglichst viele Prostitutionsstätten geschlossen werden. Und von den über 70 Terminwohnungen in 2016, die ich da noch gezählt hatte, gibt es heute noch 9. Alle anderen sind geschlossen worden von der Stadtverwaltung. Leider kann man natürlich nicht alle, also das Gesetz sieht es nicht vor, dass alle geschlossen werden können. Im Anschluss sprach ich sie auf ihre Zurückhaltung an. Sie war richtig durch den Wind. Die Unlust, die Müdigkeit war ihr anzumerken. Anita hatte ich blank für umsonst. Einmal auf den Arsch, beim zweiten Mal in ihr abgefeuert. Das fand sie dann gar nicht lustig. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass eine Frau, die dort arbeitet,
Nee, also es ist ein brutaler Job. Und also für mich ist halt, wir müssen, glaube ich, zu einer Gesellschaft kommen, wo Sexualität als etwas Gegenseitiges gesehen wird. Also auch wo, da ist ja dann auch eine bestimmte Interaktion dabei. Und dass es irgendwie absurd scheinen muss, wenn man eigentlich eine andere Person so verobjektifiziert, dass die nur für das eigene Vergnügen da ist. Und deshalb, finde ich, muss halt auch der Freier in den Blick, weil was ist das, was ihn daran reizt, eine Frau zu objektifizieren und eben keine Sexualität auf Augenhöhe zu haben? Da fallen mir sofort zwei Sachen ein. Erstmal Geld macht. Ich habe Geld und habe Macht über diesen Menschen dann. Erstens. Und zweitens, ich brauche mich überhaupt nicht anschauen. Ich kriege weder eine Frau in der Qualität im realen Leben. Hier kriege ich sie. Ich habe die Illusion. Und ich brauche nicht darum zu schabenzeln und zu freien. Hat die Illusion. Ich habe die mit allem gekauft, mit ihrer Psyche, mit ihrem Körper, mit ihren Gedanken. Und das ist ja das auch, was die Prostitutionstätigen erst oft, wenn sie später wach werden, realisieren. Dass sie sich quasi, als hätten sie ihre Seele. Also die Freier sagen zum Beispiel in den Studien auch, wenn ich sie für 30 Minuten bezahlt habe, dann gehört sie mir 30 Minuten und dann muss ich 30 Minuten tun, was ich möchte. Mit allem, was ich bezahlt habe sozusagen. Ich atme tief durch. Das waren nur einige der zu dieser Zeit ca. 80 Prostitutionsstätten in Wiesbaden. Emma Goldman schrieb im vorletzten Jahrhundert, das gewalttätigste Element der Gesellschaft ist die Ignoranz. Das ist eine richtig schöne. Und wer für Farbe verbietet? Ich denke, dass wirklich in der Erziehung und heute sogar vielleicht mehr als früher die Kinder, Kleinkinder, Kinder, Jugendlichen erfahren ganz brutal die Omnipotenz des wirtschaftlichen Prinzips. Das heißt, vom Komik über den Altruismus des Sozialarbeiters bis den kirchlichen Ablass, bis hin zu dem Profifußballer, ja, der schnell wechselt, wenn es mehr Geld gibt. Alles ist käuflich. Die erfahren das. Und dann kommt noch dazu, dass man ja den Frauen den Verführerstatus gibt, den Objektstatus. Ja, du hast freundlich zu sein, sei freundlich, sieh schick an, mach den Diener. Und letztendlich die eine Wurzel, die wichtigste Wurzel wohl allen Übels, wo vieles herauswächst und immer wieder argumentiert wird mit, so ähnlich wie Erhaltung der Arbeitsstellen, ist Konsum. Ne? Wir sollen das haben, wir müssen das haben, Männer brauchen das. Und wie vorhin schon gesagt, die Begierlichkeit, die geweckt wird, auch bei Kindern, Jugendlichen, die gar nicht erfüllbar ist, aber dann erfüllt werden kann, wenn ich mich verkaufe. Quasi. Oder kaufe. Oder kaufe. Der anderen Seite. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch eine andere These zu dieser Geschichte Osteuropa und hier. Und das geht dann so ein bisschen in diese Konsumsphäre auch rein. Wenn wir uns die Frauen aus Osteuropa anschauen, die kommen aus einem sehr kollektivistischen Hintergrund. Das Individuum zählt nichts, man ist für die Familie da, da werden auch Frauen einfach geopfert, wenn sie Geld verdienen können für den Familienzusammenhang, weil es gibt ja keine Alternative. Und das stößt in Deutschland auf eine sehr individualistische Gesellschaft, wo jeder sich selbst verwirklichen möchte. Und Bourdieu, mein Lieblingssoziologe, sagt, Machthierarchien werden in der Konsum- und Freizeitsphäre reproduziert. Also die männliche Vorherrschaft wird dann im Prinzip durch diese individualistische Durchsetzung eigener Interessen auch nochmal verstärkt. Also meine These wäre ja auch, Prostitution ist deshalb ein Gleichstellungshindernis, weil Männer diese Institution auch nutzen, um ihren herausgehobenen Status in der Gesellschaft zu zementieren. Ja. Wir kehren zurück in die Innenstadt. Hier findet unsere Reise eine traurige Endstelle. Zwei Frauen fanden nach der Jahrtausendwende in Wiesbaden einen gewaltvollen Tod.
Am 14. November 2007 wurde die 40 Jahre alte Polin Jolanta L. in der Kastellstraße 9 von dem 25 Jahre alten Zuhälter Piotr G. ermordet. 2 Jahre später traf es die 32 Jahre alte Polin Isa Z., die in der Eltviller Straße 19 von dem 21 Jahre alten Freier Oliver G. ermordet wurde, weil sie den von ihm gewünschten Analverkehr abgelehnt bzw. nicht zu seiner Zufriedenheit umgesetzt hatte. Die Männer, mein liebes Kind, die eigentlichen Sünder sind, weil sie die Verführer sind, die mit schönen Worten hier, mit Geld dort das Unheil anrichten, sie gehen frei aus. Sie tun sogar, als ginge sie das alles gar nichts an. Amelie Bölte, sie stirbt 1891 und da ist es sehr interessant zu lesen, sogar in ihrem Nachruf im Wiesbadener Tagblatt wird dieser Roman noch einmal aufgegriffen und es wird gesagt, sie hatte ein so gutes Lebenswerk, aber mit diesem Thema und diesem Roman, da hat sie sich überhaupt nichts Gutes getan und das ist sozusagen ganz, ganz schlecht. Ich denke, eine Position zum Thema Prostitution zu finden, war in den Anfängen der Frauenbewegung auch ein großes Thema. Zum Teil wollten Frauen nicht direkt darüber reden, weil sie auch gar nicht wussten, wie ihre Ehemänner, Söhne selbst Freier sind. Andere Frauen haben sich dann irgendwann doch sehr klar und deutlich ausgedrückt und gesagt, auch Prostitution ist ein Moment von Gewaltverhältnissen in unserer Gesellschaft, die zu Ungunsten von Frauen stattfinden. Und das ist mir auch eine ganz wichtige Aussage, die ich versuche, auch im Zusammenhang mit Amelie Bölte immer noch mal deutlich zu machen, dass das nicht eine ganz neue Diskussion ist, sondern dass es schon eine sehr alte Diskussion ist. Ich vermute, solange es Prostitution gibt. Ja, es tut weh, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen und sich des Versagens der Gesellschaft gewahr zu werden. Aber welche anderen Möglichkeiten haben wir? Ja, ich würde mich gerne anderen, angenehmeren Themen zuwenden. Aber ich kann mich nicht blind stellen und ich kann nicht einfach so tun, als würde das alles nicht vor meiner Haustür passieren. Wenn wieder einmal über einen vermeintlichen Untergrund in Schweden fantasiert wird, in den die Prostitution nach der Freierkriminalisierung gewandert sein soll, dann schreit es in mir. Euer Untergrund liegt genau vor euch, schaut doch hin, verdammt nochmal. Ja, es tut weh, aber letztendlich sind es die prostituierten Frauen, die täglich durch diese Hölle gehen müssen. Sie können nicht wie ich entscheiden, dass ich mir, wenn es mir zu viel wird, einfach mal eben eine Auszeit gönne und mich schöneren Dingen zuwende. Sie sind es, die sämtliche Körperöffnungen zur Verfügung stellen müssen, egal ob der Freier stinkt, Gewalt anwendet oder vom Alter her ihr Sohn, Vater oder Großvater sein könnte. Von daher können wir nur eins tun: hinschauen, aufklären und für eine andere Gesellschaft kämpfen. Seite an Seite mit denjenigen, die das System Prostitution überlebt haben und die dennoch den Rest ihres Lebens mit den Folgen zu kämpfen haben werden. Go.
the end of the world at the boom of my